denkst du, dass du mir folgst? Ich beobachte dich genau. Und ich sehe auch, dass es mehrere von euch gibt. Ich glaube, da liegt was. Kann das sein, dass die Polizei die Sachen hier liegen gelassen hat? Oder es kommt von oben runter vielleicht. Da hängt ja. Die Tatwaffe. Ein handelsüblicher Hammer. Blut. Eindeutig das Mordwerkzeug. Mord auf der Halde. Neben Segway-Touren, Mondwanderungen und barrierefreien Haldentouren bietet das Besucherzentrum Hohe Wart jetzt eine interaktive Tour für Krimi-Fans. Privatdetektiv Dennis Zahn und seine reizende Assistentin Carola Criminalis statten die Teilnehmer mit den neuesten technischen Errungenschaften wie GPS-Gerät, Tablet-PC und Handy aus. Und schon sind alle an der Aufklärung eines brutalen und blutigen Mordfalls beteiligt. Also die Polizei hat schon sehr viel abgesucht, aber mittlerweile noch ein bisschen ohne Erfolg. Wir hoffen jetzt, dass Sie uns ein bisschen helfen können, weil wir wollen das gerne auflösen. Die Spur führt durch die alte Schwarzkaue der Zeche Ewald. Hier lag angeblich die mit einem Hammer erschlagene Leiche. Guten Tag, mein Name ist Dennis Zahn. Ich bin Privatdetektiv. Und ich brauche Ihre Mithilfe. Der berühmte Archäologe Dr. Schimmelfennig ist leider verstorben. Man hat ihn umgebracht. Die Polizei hat noch keine Spur. Deswegen müssen Sie mir helfen. Gemeinsam werden wir den Fall lösen. Ich beobachte dich genau. Und ich sehe auch, dass es mehrere von euch gibt. Hat euch etwa der dumme und angebliche Privatdetektiv Dennis Zahn engagiert? Weiter geht die Suche nach dem Täter durch die düstere Lohnhalle, am Förderturm vorbei, über die Haldenlandschaft bis zu der geheimnisumwitterten Drachenbrücke an der Stadtgrenze zu Recklinghausen. Ich glaube, ihr solltet wissen, was wirklich mit Dr. Schimmelpfennig